Wir kriegen weg. Auf dem Prinzenwagen zu begleiten. Meine Damen und Herren, der neue Faschingsprinz von Bregenz ist Ore der 62. Ich präsentiere der Landeshauptstadt Bregenz in diesem Moment eure Hoheit oder Tollität. Prinz Ore, der 62. Marco der Erste. Und ihre Lieblichkeit, Melanie die Erste, das ist ein glänzendes Prinzenpaar aus dem Schmuckhaus. David, können wir da schon einen funkelnden und einen tollen Fasching versprechen? Ich darf das Prinzenpaar mit eurem Applaus hier auf die Bühne bitten. Es ist 5 vor 12, ich sehe im Geschäft, wo sie hineingestürmt sind. Und einer der Faschingspriesen ist eine Prinzessin, die hat am 11.11. Geburtstag und die wollte von mir eine Uhr oder ein Geschenk aussuchen. Und ja, gut, ich habe das gelobt alles und es fällt fast. Ein derart glänzendes Prinzenpaar, das ein ganzer Schmuckkerl daheim hat. Ganz ehrlich, macht man sich da Sorgen ab dem guppigen Donnerstag um den eigenen Glanz, der vielleicht ein bisschen verloren gehen könnte, wenn er die in Schmuckkerl sperrt. Ole, ole. Also der Glanz am gumpigen Donnerstag, der könntest du als Bürgermeister könntest du über den Kopf stellen, der ist sowieso bei den Prinzen und bei den Narren. Oi, oi, da muss ich mich nicht fürchten. Ich möchte aber an der Stelle zuerst einmal dem Prinzenpaar des vergangenen Faschings, dem Marc und der Eda, ein ganz ein großes Kompliment aussprechen. Sie haben einen ganz ein toller Fasching gemacht. Er war sympathisch, er war von Herzen, er war mit so viel Emotion geladen, er war kontrolliert und das ist wichtig. In einer Stadt, dass der nicht geteilt bärisch wird. Und sie haben das wirklich ganz, ganz toll gemacht und eine einzigartige Tradition. Das gibt es der Fasching, wie bei uns gibt es einfach nirgends und auf das sind wir stolz. Und sie haben diese Tradition so toll weitergeführt, dass man ihn eigentlich wirklich nur immer wieder und immer wieder aufs Neue sagen darf. Ohne, ohne, danke! Ich möchte den Altprinzen zu dieser brillanten Entscheidung gratulieren. Und als Stadtoberhaupt, das ich sehen darf, freut es mich natürlich ungemein, dass endlich einmal ein Prinz ans Werk kommt, der den Keller voller Gold, Silber, Diamanten, Juwelen hat und damit mit Sicherheit genau das nicht tun wird, was alle Prinzen bisher gemacht haben, nämlich die Stadtkasse noch mehr zu plündern. Er wird sie auffüllen! Ohne, ohne. Und dazu sage ich, ohne, ohne, danke. Ich wünsche euch ein ganz ein toller Fasching mit den beiden Infanten. Die werden da dem ganzen Prinzen Fasching Joe Sterler, habe ich das Gefühl. Gell? Ich wünsche euch ganz ein toller Fasching. Gratuliere zur Wahl und ein herzliches Dankeschön, dass ihr es angenommen habt. Ohne, ohne, Marco. Ohne, ohne, Melanie. Prinz Marco, der Erste.